Nach wie vor ist Kevin Trapp nur die Nummer 2 in Paris, denkt aber offenbar nicht daran, zu wechseln. Er habe im Winter verschiedene Angebote abgelehnt und wolle weiter kämpfen, sagte der Torwart bei Sport1. PSG sei ein toller Verein mit Ambitionen, die er teile. Dennoch halten sich hartnäckig Gerüchte um ein Interesse von Borussia Dortmund. Kategorisch ausschließen will der 27-Jährige eine Rückkehr nach Deutschland dann wohl auch nicht. Denkbar sei vieles und klar sei die Bundesliga für ihn interessant, so Trapp in der Bild am Sonntag. Dortmund sei ein großer Verein. Spätestens im Sommer könnte das Thema also wieder heiß werden. Bei den Schwarz-Gelben wird Trapp als Nachfolger des umstrittenen Roman Bürki gehandelt. Die Mundo Deportivo hat zuletzt berichtet, dass sich Schalkes Max Meyer und der FC Bayern bereits über einen Wechsel im Sommer einig seien. FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidžić dementiert das aber. Wenn so etwas aus Spanien komme, dann komme ihm das ein bisschen spanisch vor, sagte der Bosnier bei Sky und fügte an, dass an der Geschichte nichts dran sei. Unter Berufung auf deutsche Quellen hatte die spanische Zeitung vermeldet, dass auch Barca an Meyer interessiert sein soll, aber aufgrund der Konkurrenz aus München von dem Deal Abstand genommen habe. Torwart David De Gea muss bei Manchester United bleiben, zumindest wenn es nach seinem Trainer José Mourinho geht. Dieser erklärte, dass es keinen Sinn mache, den Schlussmann abzugeben. Man müsse die besten Spieler zu sich holen und nicht gehen lassen. Berichten zufolge würde Real Madrid De Gea weiterhin gerne verpflichten. Der Vertrag des spanischen Nationalkeepers bei den Red Devils läuft noch bis 2019.